Mit Blick auf die Dorfkirche sag ich wieder Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen bei mir hier auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du hier bei Neuem Minibrunn mit dabei bist. Eine neue Folge im neuen Jahr. Es ist der 1. Januar, wenn ihr diese Folge seht. Es ist Neujahr. Gut, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ihr seid gut gerutscht, ihr seid gesund und munter. Wir wollen auf jeden Fall hier auf dem Kanal weitermachen mit diesen Folgen Neu Minibrunn. Und wir haben ja in der letzten Folge da hinten unseren Traktor hingestellt, zusammen mit dem Mähwerk, Front- und Heckmähwerk. Und was ich jetzt gerade hier festgestellt habe, ist mir so noch gar nicht aufgefallen, dass wir hier also auch anscheinend Fruchtzerstörung in der Wiese haben. Naja, okay. Sei es drum, weil hier bin ich nämlich einmal durchgefahren und anders kann ich mir das jetzt gar nicht erklären. Wir werden jetzt beginnen, die Wiese zu mähen, denn wir brauchen ja dringendst Futter für unsere Kühe, wir brauchen Heu, wir brauchen Silage. So, wir klappen mal auf. Und hinten, jetzt überlege ich gerade, machen wir... Ja, genau, das ist mit Ablage, mit Schwader. Machen wir zuerst Heu, oder? Ja, machen wir zuerst Heu, das macht, glaube ich, Sinn. Also, dann passt das so, dann ist das jetzt erstmal groß. Und dann werden wir hier jetzt erstmal anfangen zu mähen. Jupp. Okay. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier mit dieser Wiese auch verhält, wie die aussieht, wie groß die ist. Und was ich jetzt auf jeden Fall schon gleich mal merke, ist, ja, die 190 PS, die gehen, aber er hat schon ganz schön zu kämpfen. Ja, er schaltet auch wild. So, jetzt geht es hier einmal rum. Ja, also das passt gerade so mit diesen 190 PS, da kommen wir vorwärts. Aber ich glaube, eine Wiese jetzt am Hang, das wäre jetzt wohl nichts. So, dann hier rum. Dann kommen wir zur Straße. Dann fahren wir hier einmal rum. So, wenn ich richtig gesehen habe auf der Map, ist ja auch hier nebendran die Tanke. Ja, da ist die Tanke. An die Straße ran. Und am Strommasten vorbei. Ja, ihr könnt mir ruhig auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map findet, ob sie euch gefällt, ob ihr dieses Alpenpanorama, diese Bergwelt, ob ihr die toll findet. Oder eben nicht so, ob er eher doch auf das andere Projekt steht, Neubartelshagen mit den großen flachen Feldern am Meer, an der See. Oder ob ihr jetzt doch hier meint, doch gefällt mir ganz gut, auch mit den kleineren Maschinen hier zu arbeiten. Und ist doch eine feine Sache. Würde mich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen was in die Kommentare schreibt. Ein bisschen Feedback kann nicht schaden. So. Fahren wir hier noch rum. Ja, und weil wir ja das neue Jahr haben und ihr wisst es ja, wie ist es mit den neuen Jahren, nimmt man sich ja immer ein bisschen was vor. Und was ich mir vorgenommen habe fürs neue Jahr, ist zumindest, was die Aufnahmen angeht, ein bisschen strukturierter zu agieren. Wir brauchen einfach ein bisschen Struktur, denn ich möchte ja zukünftig Neu Bartelshagen, Neu Minibrunn, was den Landwirtschaftssimulator angeht, spielen, aber eben auch andere Spiele hier auf dem Kanal zeigen. The Division habt ihr ja schon gesehen, Warlords of New York habe ich eine Serie begonnen im Gameplay und da möchte ich auch regelmäßig aufnehmen. Vielleicht auch mal eine Runde Division 1, hätte ich auch Bock drauf, weil ich fand es einfach vom Thema her super, im Winter in New York rumzurennen. Wie gesagt, finde ich ganz, ganz spannend. Und was ich auch auf jeden Fall gerne noch spielen möchte nächstes Jahr oder anfangen möchte zu spielen, das wäre zum Beispiel eine Assassin's Creed Serie.
Assassin's Creed habe ich ja alles gespielt, bis eben auf einen Teil Origin. Den habe ich noch nicht gespielt, den habe ich angefangen, aber ich weiß gar nicht, warum ich den nur, so eine halbe Stunde, eine Stunde gespielt habe, ob es an der Steuerung lag oder so, ich weiß es nicht. Aber den würde ich gerne nochmal anfangen zu spielen und dann auch wirklich durchzuspielen. Würde mich jetzt doch reizen, Assassin's Creed Origin doch noch durchzuzocken. Und das möchte ich also dann nächstes Jahr oder dieses Jahr eben auch anfangen. Und da ist so ein bisschen die Idee, dass ich immer montags und freitags nehme ich LS auf, Donnerstag, dienstags Division, weil ne, Division Day ist dann Donnerstag und dienstags. Und mittwochs hätte ich einfach Bock darauf, zum Beispiel Assassin's Creed zum Beispiel zu spielen oder einen Titel aus der Uncharted-Serie. Muss ich mal schauen. Also, schreibt mir doch einfach auch mal, wie ihr das finden würdet, ob ihr Interesse habt, ob ihr Bock habt auf Assassin's Creed, zum Beispiel Origin, oder eher vielleicht zum Beispiel auf Uncharted. Würde mich einfach mal eure Meinung hierzu interessieren. So, wie man merkt, also es geht gerade so. So, vorne an. Nee, stopp. Anheben, anheben und rückwärts. So. Und das mal hinten ab. Und dann machen wir den Rest der Wiese auch noch. Was ich später auch mal schauen muss, ist, ich habe ja Pflügen eingeschaltet in den Einstellungen. Und da muss ich mal gucken, ob man eigentlich unser Feld hier oben rechts, wo die Gerste, glaube ich, drauf waren, ob wir das eigentlich auch pflügen müssen. Normalerweise denke ich ja. So, wieder ausheben. So. Lassen. Und in die nächste Bahn rein. Und da sind sie wieder, unsere Rehe. Jede Menge. Also auf der Map extrem viel und sehr häufig, aber hat was. Zwei Bahnen, dann müssten wir durch sein. Und dann können wir einen Teil davon mit dem Wender zu Heu machen und einen Teil werden wir dann schwadern und machen dann eben so, machen dann eben das Ganze kommt dann in das Silo und dann machen wir mit aus dem Gras, machen wir dann eben Silage im Silo. So, nochmal zurücksetzen. So. Gut. Einklappen. So, und hinten. Und einklappen. Yep. Dann bringen wir den jetzt erstmal, beziehungsweise räumen wir erstmal hier das Mähwerk auf. Und dann können wir eigentlich auch mit dem gleich aufs Kartoffelfeld und anfangen zu pflügen. So. Schauen wir mal. Hier rückwärts ran. Ups. Ja, ist alles ein bisschen eng hier. Aber da können wir erstmal das Material parken. Okay. Und für den auch mal schauen, wo wir da einen Platz finden. Müsste eigentlich gerade hier noch zwischen reinpassen. Okay.
So, dann holen wir mal das Frontgewicht und den Pflug. Geht ganz schön weit runter. Ich glaube 1500, 1,5 Tonnen hat das Frontgewicht. Das werden wir auch brauchen. Reicht das? Nochmal zurück. So. Kommen wir so rum. Ich glaube, andersrum wäre cleverer. Kommen wir, glaube ich, drüber. Noch dran vorbei. Huch. Nee, doch nicht. Augenblick, mal schauen. Kann man das einklappen? Ja, natürlich kann man das einklappen. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. So. Dann fahren wir mal zum Kartoffelfeld und machen mal da alles fertig für die Ansaat im nächsten Monat. Verkehr, da kommen wir hoch. Und hier glaube ich, hier müssen wir rein. Gut, das Ganze werden wir von oben nach unten machen, also beginnen wir hier oben. Mit dem Pflügen, das macht es, glaube ich, einfacher. So, wieder aufklappen. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ist das die richtige Richtung oder müsste man eigentlich den Pflug drehen? So, ja, das muss unser Feld sein, denn Fruchtzerstörung ist an. Okay. Ja, er kämpft ganz schön beim Anfahren. Aber das passt. Hier wird jetzt gepflügt. Sehr schön. Hätten wir jetzt Schweine auf dem Hof, dann hätte ich gesagt, okay, dann könnten wir die Kartoffeln natürlich logischerweise gebrauchen. Aber ja, jetzt für die Kartoffeln hier extra Gerätschaften anmieten und so weiter, um die jetzt zu ernten, weiß ich jetzt nicht. Wir lassen es jetzt einfach mal so und pflügen das ganze Material runter. So, jetzt schauen wir nochmal. Wegen dem anderen Feld. So, wir sind hier auf der 4. Und die 4 muss gepflügt, ja, müsste nicht gepflügt werden. Das heißt, dann könnten wir es ja eigentlich auch grubbern, ne? Also die 11 müssen wir auch nicht pflügen. Naja, hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Augenblick mal, wir gucken noch mal. Weil haben wir einen Grubber? Wir haben doch mit Sicherheit einen Grubber. Der Grubber hat 4 Meter. Naja, und der Pflug natürlich nicht. Der Pflug hat 2,5 Meter. Okay, dann würde ich... Augenblick noch mal. Dann würde ich sagen... Er braucht aber auch 160 PS, aber nichtsdestoweniger haben wir natürlich logischerweise dann von der Arbeitsbreite mehr. Okay, dann nehmen wir den Kollegen wieder mit. Wir müssen erstmal den Pflug wieder drehen. Na, stopp. Erstmal den Pflug drehen. Dann nehmen wir den nämlich wieder mit und holen den Grubber. Damit geht es dann deutlich einfacher und deutlich schneller. Oder sage ich da jetzt was Falsches? Müssen Kartoffeln, nachdem sie geerntet sind? Nö, oder? Nö, müsste Grubbern reichen. Wir werden es erfahren. So, den Pflug einklappen. Ja, man lernt nie aus. Hätte man lieber vorher geschaut, ne? So. Ich sehe jetzt gerade, wir haben ja noch Stroh auf dem Feld. Und das Stroh haben wir noch gar nicht komplett eingesammelt. Eieieiei. Das müssen wir auch noch machen. So, aber das machen wir dann, wenn wir sowieso mit dem Ladewagen das Heu und das Gras einsammeln. Dann können wir auch anschließend das Stroh einsammeln. So. Faul wie ich bin, werde ich jetzt einfach mal den Pflug hierher werfen.
Huch. Ja, wusste ich doch. So. Musste ich natürlich dran denken, dass wir hier einen gewissen Radius haben. Oh, müssen wir erst wieder ausklappen. Oh, ich glaube, so passt das genau rein hier in die Ecke. Und schmeißen das einfach dahin. Okay. So, mit Sicherheit wird der Gruppe auch hier drin sein. Nein, nein, da ist er. Raus. Und dann auf ein neues. Zurück zu unserem Kartoffelfeld, um jetzt hoffentlich das Feld ordentlich zu bearbeiten, damit wir dann zügig dann im nächsten Monat ansehen können. Oh, oh, oh. Bambis, Bambis, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir mal. Das funktioniert. Also, was zeigt er an? Gut. Okay. Okay. Genau, gegrubbert. Zeigt er an. Sehr schön. Und hier abgeerntet. Passt. Gut. Schauen wir mal, ob er da hier drüben ja auch eine ordentliche Wende macht. Unser Helfer. Weil er scheint ja irgendwie ein Problem zu haben, weil er vorhin ja auch gleich rückwärts gesetzt hat und hat keine Wende gemacht. Ja, 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 da macht irgendwas Verrücktes, will er da machen. Dann müssen wir ihm ein bisschen helfen. Dem Helfer helfen. So. Ablassen. Und dann in die nächste Bahn. Dann bleiben wir noch ein bisschen dabei. Ob er auch seinen Job richtig macht. Bevor wir uns dann um unsere Wiese kümmern. Aber mit einem kurzen Blick auf die Uhr sehe ich schon, jetzt sind wir wieder über 18 Minuten. Das mit der Wiese, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich darf mich an der Stelle wieder mal recht herzlich für euer Interesse bedanken, dass ihr mit heute dabei wart bei dieser Folge. Ich, der Baden-Farmer, bedanke mich recht herzlich und sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal.